kann Regen nicht ausstehen. Moin moin und willkommen zurück zu The Witcher. So. Selbst einem Blinden würde eure Schönheit verzaubern. Schönes Kompliment. Ich bin verheiratet. Und ihr seid geistreich, ohne Gleich. Die Antwort ist nein. Hinfort. Was für eine scharfe Zunge. Hau ab, Lump. So muss wenigstens die hat Haare auf den Zähnen. Ja, wir laden und das Wetter ist mies. Und der macht sich gleich an die andere Dame ran. Ist das seine eigentliche Frau? So, was haben wir denn hier vielleicht noch? Da hinten ist ein Fass. Und noch etwas. Na, schön, dass die sich alle unterstellen. Oh, es regnet schon eine ganze Weile. Das finde ich cool. Feuerstein. Kann ich gestapelt werden? 10 Stück. Dann esse ich nochmal was. Ich will immer wieder F drücken zu benutzen. Die ganze Zeit will ich nämlich... Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Egal. Ich habe etwas vergessen. Das glaubt mir jeder. So, hier regnet zumindest nicht rein. Ist doch schön. Hallo, ich stelle mich hier unter. Er wird ein Bandit. Nicht ganz. Die Hexenhure hat ein Auge auf mich geworfen. Wer ist diese Hexenhure? Hammelbein, belegtes Brot, Huhn, da können wir glaube ich nicht. Na doch. Okay. Ist nichts. Ihr könnt die Wäsche mal rausstellen, dann wird sie gewaschen. Ich werde traurig, wenn es regnet. Oh, brauchst du nicht werden. Ich kann nicht. Ein Mann kann. So, jetzt stellen sich alle nochmal wieder unter. Das ist aber nett. Den Gipfel der Könige, sagen die Torwachen. Es wird eine ganze Weile regnen. Umland. Okay. Das da hinten könnte doch die Stadt sein, oder nicht? Okay, Schildkraut scheint relativ einfach zu finden zu sein. Halt, Streuner! Was seid ihr überhaupt? Ein Hexer. Wir sind die Bürgerwehr, Hüter des Friedens. Ich ziehe los. Wir müssen uns vergewissern, dass ihr nicht krank seid. Ich bin immun. Das sagt mir nichts. Müssen wir prüfen. Was jetzt? Naja, ihr seht schändlich aus. Aber gesund. Zieht weiter. Adieu. Super. Hoffentlich kommen keine grässlichen Bestien. Es ist ja okay, dass sie versuchen, sich zu schützen. Aber ganz ehrlich. Fromme. In schlimmen Zeiten, wenn Bruder gegen Bruder kämpft, wird eine schreckliche Dunkelheit die Welt einhüllen. Ihr seid das Licht und die Erlösung. Ach, okay, das ist der Geistliche. Was macht ihr denn hier draußen? Hinfort, Teufelsbrut. Beruhigt euch, Priester. Ich will nur mit euch reden. Es gibt nichts zu bereden. Oh doch, das gibt es. Ich suche die Salamandra. Wie ich hörte, kommen sie hierher. Die werden uns euretwegen töten. Ich kann mich erkenntlich zeigen. Was schwebt euch vor? Euch macht eine Bestie zu schaffen. Was geht euch das an? Ich bin ein Hexer. Ich könnte helfen. Jüngst traf hier ein anderer Hexer ein. Berengar. Ah. Er versprach, die Bestie zu erschlagen, floh jedoch, als er sie heulen hörte. Ich bin nicht Berengar. Wenn ihr mein Vertrauen wollt, bringt dem Volk das Licht des ewigen Feuers und vertreibt die Finsternis. Im Dorf gibt es 5 Kapellen. Feuer wird die Bestie nicht vertreiben. Sie ist weit mehr als nur ein streunender Hund. Das ewige Feuer, Gotteslästerer. Ihr könnt gewiss sein, dass es Bestien vertreibt. Denn es steht geschrieben, auch wenn seine Seele im Dunkeln und sein Antlitz grässlich anzuschauen ist,
Urteilt nicht vorschnell, denn er trägt die Flamme der Hoffnung in die Nacht. Und außerdem, nur im Licht des ewigen Feuers werdet ihr sicher sein. Na gut, aber das kostet euch 100 Orens. So sei es. Aber das ewige Feuer muss nachts in allen 5 Kapellen brennen. Das kriegen wir wohl schon hin. So, aber weswegen wir eigentlich da sind. Ich suche nach Männern, die Salamander-Abzeichen tragen. Das ist nicht klug. Wieso? Die zu verärgern kann euer Leben verkürzen. Sehe ich aus, als hätte ich Angst? Vor euch kam hier schon ein anderer Hexer vorbei. Der war genauso eingenommen von sich selbst wie ihr. Doch seht ihr ihn hier? Nein. Denn er ist geflohen. Ich bin nicht er. Seid nicht so überheblich, was die Salamandra angeht. Das ganze Dorf fürchtet sie. Und das nicht grundlos. Ihr müsst uns alle überzeugen. Was kann ich tun? Für mich wünsche ich mir, dass ihr die Bestie vernichtet. Was die anderen angeht, besucht Odo, Mikul und Haren. Könnt ihr deren Probleme ebenfalls lösen? Sind das so etwas wie Älteste? Alle kennen und achten sie. Odo ist reich, Haren ist Kaufmann. Mikul gehört zur Stadtwache. Wenn ihr deren Vertrauen gewinnt, gewinnt ihr das Vertrauen des ganzen Dorfes. Das werden wir sehen. Wartet. Die müssen glauben, dass ich euch geschickt habe. Zeigt ihnen diesen Ring des ewigen Feuers. Zieht das Siegel auf dem markierten Platz, um den Siegelspieldialog zu aktivieren. Linksklickt während einer Unterhaltung auf Siegel, um den Ring zu zeigen. Charaktere, die den Siegelring anerkennen, werden euch freundlicher gesonnen sein. Die Wahl eines unangemessenen Siegels könnte einen Charakter vor den Kopf stoßen. Okay. Haben wir diesen Siegelring tatsächlich? Denn unser Inventar ist ja eigentlich voll. Hier haben wir Kerzen. Roter Schal. So, trinken wir auch nochmal ein bisschen Milch. Alle Südner. Sprecht, schnell. Ich brauche nochmal den Siegelring. Vielleicht habe ich ihn aber auch so dabei, weil es ein Questgegenstand ist. Ah ja. Ich hörte, die Kirche des ewigen Feuers bezahlt Kopfgeld für Ertrunkene. Wenn ihr beweisen könnt, dass ihr einen getötet habt. Ich komme mit einem Beweis zurück. Beeilt euch. So wirklich will er gerade nicht mit uns sprechen, wie es aussieht. Das ist echt ordentlicher Regen. Ja, das stimmt wohl. Und du hast einen dicken Hut, ne? Du kannst hier. Tür des Geistlichen. Haus des Geistlichen. Natürlich hat er hier direkt neben der Kirche sein Haus. Ja gut, reg dich da nicht so sehr auf. Regnet halt. Was für ein Wolkenbruch. Was? Budenbesitzer. Lasst euch nicht töten! Seid ihr ein Hexer? Woher wisst ihr das? Jüngst sah ich einen wie euch und fragte den Geistlichen. Seinen Namen erfuhr ich nie, aber er wollte in die Stadt. Hat man ihn nach Visima gelassen? Ich weiß nicht. Er fragte den Geistlichen etwas. Vielleicht bat er um Hilfe. Sonst noch etwas? Nichts, was nicht schon gesagt wurde. Das hilft mir nicht wirklich weiter. Ich frage mich, was dieser Berengar hier... Gott, hat die rechts neben ihr... Oh, was für ein Anblick. Naja. Wahrscheinlich ist die Person, mit der ich gerade spreche, gerade mal so 19 und die daneben 28. Das Fleisch riecht seltsam. Von welchem Tier stammt es? Seid ihr zum Riechen oder zum Kaufen hier?
Man sollte eine Frage nicht mit einer Frage beantworten. Wo ich mein Fleisch herbekomme, geht euch nichts an. Wenn ihr nichts kaufen wollt, dann macht Platz für die anderen. Also die Leute stehen nicht gerade Schlange. Ja, erzähl mir etwas mehr über... Ja, wahrscheinlich wird das Berengar gewesen sein. Was der hier vielleicht macht. Erzählt mir mehr von dem anderen Hexer. Mehr weiß ich nicht. Erzählt mir einfach alles noch einmal. Er sprach mit dem Geistlichen, dann ging er. Er wirkte verängstigt. Danke. Das finde ich seltsam. Wir können handeln. Bärenfett, Huhn, Gänseschmalz. Klingenüberzüge. So. Verkaufen wir einfach mal. Wir haben so viel Kram. Ziegenmilch. Auch wenn es dafür nur einen Ohren gibt. Wir haben gerade zu viel Kram dabei. Einen Fisch lasse ich nochmal da. Brötchen. Und bei Fisch mehr wert ist. Schinkenbrot ist teuer. Nehmen wir mal das Brot mit Huhn, das verkaufen wir. Die Beeren lasse ich nochmal da. Speise. Behalte ich auch nochmal. Nicht alles gleich loswerden. Okay. Haben die Händler unendlich Gold, wie es so aussieht? Scheint so zu sein. So. Tja, wahrscheinlich verkauft sie hier schlechtes Essen. Was für ein Wolkenbruch. Schrein, Kapelle. Kapelle. Harenbrocks Haus. Da ist Abigail. Odos Haus. Gruft. Mikul ist da hinten. Schrein. Schauen wir doch mal kurz ins Inventar. Gut, wir haben ein bisschen Platz. Gehen wir mal zu dem Haren. Dieser Haren. Ja. Ah, Feuersteller. Könnte ich mir anmachen. Ah, das war ja nur pausieren. Springen geht, glaube ich, gar nicht. Was passiert da hinten? Hier reiß ich die Augen raus. Ah, wenn ich das richtig sehe, haben wir da ein paar Rassisten. Finger weg von Menschen, Frau und Zwerg. Ab ins Reservat mit ihnen. Was habt ihr mit diesem Zwerg zu schaffen? Wir rasieren ihm den Bart ab. Was kümmert euch das? Wir wollen uns eigentlich nicht in allem einmischen, aber hey, in gewisser Weise greift es auch uns an. Es wäre besser für euch, wenn ihr eures Weges geht. Ihr liebt die Anderlinge? Steckt die Waffe weg und hört auf, damit rumzufuchteln, wenn ihr sie behalten wollt. Oh, ein Lebendiger. Holt ihn euch, Kumpels! Tötet den Penner! Ihr habt es so gewollt. Achso, ich dachte schon, er hätte ihn jetzt gekriegt. Ich hätte Angst. Danke, dass ihr euch um diese Hunde gekümmert habt. Moment mal. Geralt? Seid ihr es wirklich?
Hol mich der Teufel! Stimmt etwas nicht? Ihr seht nicht gut aus. Seid ihr verletzt? Typisch Hexer. Gestorben, wieder auferstanden, 5 Jahre lang verschwunden und dann fragt er, ob etwas nicht stimmt. Wer seid ihr? Seid ihr betrunken? Ich bin euer Freund, Sultan Shivai. Wo seid ihr gewesen? Warum habe ich nichts von euch gehört? Was ist mit... Ich weiß nicht, ob ich es erklären kann. Ach, ihr schuldet Sultan Shivai keine Erklärungen. Ich bin nur froh, euch zu sehen. Natürlich wäre es schön, ein paar Rätsel zu lösen. Ihr versteht das falsch. Ich habe mein Gedächtnis verloren. Ich erinnere mich nur an die letzten Wochen. Was soll's, Geralt? Trinken wir ein Bier und unterhalten uns wie in alten Zeiten. Spürt euren Kopf durch. Vielleicht erinnert ihr euch dann. Ihr seht besorgt aus. Ja, eine unangenehme Geschichte. Mein Freund wollte sich in diesem Dorf mit mir treffen, aber er kam nie an. Meint ihr, er könnte in Schwierigkeiten geraten sein? Ich hoffe nicht, aber es wäre auch keine Überraschung. Er schloss sich den Eichhörnchen an und willigte ein, mit den Hafkas Handel zu treiben. Eichhörnchen und Hafkas? Die Eichhörnchen, sie selbst bezeichnen sich als Coyatel, sind Anderlinge. Die glauben, sie könnten die Gleichstellung erzwingen, indem sie sich hinter Bäumen verstecken und auf Leute schießen. Hafkas sind Kaufleute, die illegal Waffen an die Eichhörnchen verkaufen. Verstehe. Ich bin hier nicht gerade willkommen. Uns Anderlingen gibt man die Schuld an allem Möglichen. Von der Pest über die Bestie bis zu den Warzen am Arsch des Geistlichen. Sonst würde ich selbst nach meinem Freund suchen. Ich halte die Augen offen und lasse euch wissen, wenn ich etwas erfahre. Hab Dank, mein Freund. Ja, kein Problem. Natürlich machen wir das. Aber wenn du uns schon so gut kennst, erzähl noch etwas mehr über dich. Und? Wie geht es euch? Ihr kennt mich und meine Umtriebe. Ich möchte in Vizima ein bescheidenes Geschäft eröffnen, indem ich Waren von Mahakam importiere. Die Breckenricks sitzen mir im Nacken. Die was? Die Breckenricks? Wer soll das sein? Meine zukünftigen Schwiegereltern. Ich will Eudora Breckenricks heiraten, aber mein zukünftiger Schwiegervater fragt nur nach Geld. Das Minenkollektiv, wo ich nach dem Krieg gearbeitet habe, war ein totales Desaster. Kein Wunder in diesen blutigen Zeiten. Warum? Mine hört sich lukrativ an den Kriegszeiten. Zumindest wenn da Eisen drin ist, Sachen für Schwerter, Rüstungen. Und? Wie geht es euch? Ihr kennt mich und meine Umtriebe. Ich möchte in Vizima ein bescheidenes Geschäft eröffnen, indem ich Waren von Mahak... Ich wollte Mahakam nachfragen. Mahakam? Ist damit Profit zu machen? Das will ich doch hoffen. Ich habe im Krieg einige Investitionen getätigt. Aber man sagt doch, Geld muss arbeiten. Nur so lange, bis es einem davonläuft. Geralt? Erzählt mir mehr über die Eichhörnchen. Kleine Anderling-Scheißer, denen man romantische Geschichten erzählt hat, bis sie zu den Waffen griffen, um für die Freiheit und andere Ideale zu kämpfen. Im Krieg gegen Nilfgaard hat Emir sie benutzt, um die Königreiche zu überfallen. Ich habe keine Ahnung, wessen Unterstützung sie jetzt genießen. Na, es wird noch interessant, glaube ich, mit diesem Eichhörnchen. Ich muss jetzt gehen, Sultan. Wir reden später. So, Überreste da, ja. Qualitativ hochwertig, den nehmen wir doch. Was ist der denn? Würfelkästchen. Für Anfänger. Ein Würfelspiel. Die spielen auch gerne Würfel. Und er auch. Kann das gestackt werden? Nee, nicht direkt. Rostiges Schwert. Bringt mir, glaube ich, wenig. Langweilig. Jaja.
Was haben wir hier hinten? Silberring und Ohrens. Das Schurke? Kaufbold? Ach, einmal im haarigen Bären trinken. Aber die Stadttore sind zu. Ach, die Leute leben noch. Okay. Ein Bettler. Sultan geht da hinten lang. Wo sind nur all die Weisen aus den leeren Häusern? Das ist eine gute Frage. Vielleicht nicht. Also mehr oder weniger ist das hier der Armenbereich. Aber ja, wir brauchen nochmal einen richtigen Händler. War er das nicht? Haren? Der Händler? Denn sonst haben wir Odo, der war einfach nur reich. Schauen wir doch mal meine Nase ins juckt. Logbuch. Würfe sagen kann, ja, das machen wir etwas später. Ach, wir haben so viel. Meine Güte. Berengars Geheimnis. Ein anderer Hexer namens Berengar tauchte vor mir im Umland auf. Er versprach, die Bestie zu töten, aber er lief fort und ließ nicht zurück. Aus einem schlechten Eindruck. Ich würde ihn gern treffen und mit ihm sprechen. Vielleicht weiß er etwas über die gestohlenen Geheimnisse. Ich bin mir sicher, dass der Hexer es geschafft hat, in die Stadt zurückzugelangen. Barigas Vertrag, Trunkenen Vertrag. Das bringt uns jetzt noch nichts. Spiel ist ein anderer Würfelspiel, Faustkampf, okay. Geheimnisse der Hexer. Ich hatte Glück und fand die Spur eines Mannes mit einer salamanderförmigen Brosche in der Siedlung außerhalb von Visimar. Die Leute hier scheinen etwas über diese Organisation zu wissen. Ich muss ihr Vertrauen gewinnen, um zu erfahren, wo ich die Salamandra finden kann. Ich sollte mit den bekanntesten Anwohnern reden. Das ist aktive Quests anzeigen. Das würde ich gerne aktivieren. Wie ging das? Nur aktive, was abgeschlossen ist, interessiert mich tatsächlich wenig. Aktiv. Hier. Können wir auf Karte verfolgen auswählen. Gesucht. Haftbefehl, ja. Und diese Schreine. Okay. Gut. Jetzt will ich aber eigentlich hier erst nochmal nicht gesucht, sondern kann ich anscheinend so direkt gar nicht verfolgen. Ja, du verhungerst, ist doch. Ich habe ein bisschen was zu essen, aber geben kann ich sie anscheinend nicht. Feuerstein. Dann ist so ein Schrank. Zumindest an Sachen zu trinken kommen wir genau. Wobei ich mich da jetzt frage, ja, ich brauche Alkohol als Grundstoff. So viel ist mir jetzt sehr bekannt. Das ist aber auch die Frage. Die Gesellschaft hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Kraut. Das eine Haus. Ah, weil das jetzt aktiv verfolgt wird. Arenbrocks Haus. Frage ist jetzt, welches davon ist es wirklich? Reinzoomen kann ich leider nicht.
kann ich jetzt anwählen. Und jetzt wird es markiert. Okay. Da steht's auch. Harenbrock. Das sieht mir nicht ganz wieder die Anderlinge. Und hier Himbeersaft, Kuhmilch. Nehmen wir auch nochmal mit. So, die letzten 4 Minuten etwa werden wir jetzt noch ein bisschen nachlesen. Wir haben da schon wieder viele, viele Sachen hier drin. So, diese Verträge kann ich eigentlich doch weglegen, wenn ich sie nicht mehr brauche, oder? Blub. Denn im Journal sind sie ja drin. Ertrunkenem, Bargest, Ghoul-Vertrag. Ja. Da können wir uns also noch ein bisschen Platz mitschaffen. Dieses Notiz enthält die Formel eines Tranks, der mit dem Auge eines Furchtbringers hergestellt wird. Dieser Trank gewährt eine Bronzetatent, wenn man ihn einnimmt. Das hört sich gut an. Vielleicht kann ich diese Schriftrollen aber dann nachträglich nochmal verkaufen. Wieder die Anderlinge. Da versammeln sich die Elfenmagier, die die Weisen genannt werden, in den Kerkern unter Burg Reinhold. Und deren Ältester sprach, Tag und Stunde sind gekommen. Wir sind hier, um den Untergang der Menschen herbeizuführen. Wir wollen den Tod von Laradorin rächen. Wir vergießen ihr Blut und stürzen die Welt ins Chaos. Wir verbergen uns 500 Jahre in den Wäldern, während die Auserwählten in den Städten der Menschen leben und ihre Nachbarn werden sollen. Jeder kennt seinen Platz in dem Plan, ob Elf, Zwerg, Gnomen, Zauberer oder Nilfgaarder. Wer uns verrät, ist des Todes. Wir wollen uns Überlegene nennen, da wir keinen Herrn über uns haben und die Götter anspucken. Und alle schwören einen Eid und alle tranken aus einem goldenen Kelch das Blut eines unschuldigen Kindes und ihr Einverständnis mit dem Plan kundzutun. Ach, meine Güte, gibt's hier blöde Pamphlete? Naja. Aber, hey. Monstrum, der wahrhaftige Beschreibung der Hexer. Das haben wir schon gelesen, ja. Der Furchtbringer, den hatten wir auch schon. Sumpfungeheuer, genau. Das Bestarium beschreibt Sumpfungeheuer. Ertrunkene Tote und Blitzüger. Es bietet Informationen über Methoden, mit denen sie zu bekämpfen sind und über alchemistische Zutaten, die aus den Kadavern der Ungeheuer gewinnen lassen. Oh, sehr schön. Damit ist dieses Buch auch verbraucht. Gehen wir jetzt ins Journal rein. Und hier sind schon wieder Blitziger Blut. Okay. Ah, hier haben wir jetzt... Das würde ich aber, wenn dann, gezielt nachlesen. Interessanter ist einmal... Hier, Soltan. Ich half einen Zwerg, der von Rassisten angegriffen wurde. Er erkannte mich als einen alten Freund. Der Zwerg heißt Soltan Chibai. Er behauptet, er sei vor Jahren in Riva Zeuge Maestros gewesen. Soltan scheint mir vernünftig und pragmatisch zu sein. Er nimmt die Welt nicht ganz so ernst und findet in den meisten Dingen noch eine ironische Wendung. Und wie alle Anderlinge ist er besorgt wegen der rassistischen Atmosphäre in Temerien. Besemir wurde anscheinend nochmal erweitert. Nö. Eigentlich haben wir das schon gelesen.
Nach Leos Beerdigung teleportierte sich die Zauberin nach Vesima. Sie wollte ihre weitreichenden Kontakte nutzen, um Informationen über Salamandra zu sammeln. Und die wollte sich dann melden, genau. Shani. Alte Bekannte von früher. Genau, und hat sich dem Medizin verschrieben. Der Professor, einer der Anführer des Angriffs der Salamandra auf Kaer-Morhen, war ein Mann, der Professor genannt wird. Offenbar ein listenreicher Meuchler. Der andere Anführer war ein Magier. Es stellt sich heraus, dass der Angriff auf Kaer-Morhen nicht die erste Missetat des Professors war. Der Haftbefehl verriet mir, dass sich auch die Justiz für meinen Gegner interessiert. Kalkstein. Dieser zerstreute Alchemist macht einen netten Eindruck, aber es ist offensichtlich, dass ihm seine wissenschaftlichen Theorien mehr am Herzen liegen als die prosaischen Aspekte des Lebens. Geistlicher, was ich von dem halten soll, das weiß ich noch nicht. Anführer der Bewohner des Umlands ist ein dominanter Priester des ewigen Feuers, der sich Geistlicher nennt. Seine Autorität umfasst nicht nur das Reich des Spirituellen, die Leute aus Stadt und Dorf im Umland befolgen seinen Befehl in jeder Hinsicht. Der Geistliche ist ein religiöser Fanatiker und Scheinheiliger. Er findet mühelos Schuld, wo es keine gibt, und übersieht wahre Untaten. Der Geistliche lebt in der Stadt, gleich links vom Tempel. Tagsüber betet er entweder oder kümmert sich um den Schrein. Berenga, ja, wir können ihn hier nicht sehen. Vesemir hat ihn erwähnt. Und er war hier in der Nähe. Alvin, das wissen wir auch noch, rezitierte die Prophezeiung. Da kommen wir gleich zu. Uah, sieht dieses Vieh ekelhaft aus. Blödzuiger. Blödzunge. Sieht aus wie eine Zunge mit Stacheln dran. Wir nennen es ab jetzt Blödzunge. Vorkommen Sümpfe, Marschen, immun gegen Gift, resistent gegen Lähmungsversuche, Anfälligkeit empfindlich gegen Silber und Feuer. Der starke Kampfstil ist besonders wirkungsvoll gegen Blödzunge. Erfahrene Hexer warnen davor, im Kampf gegen mehrere Blödzungen den Gruppenkampfstil anzuwenden. Warnen davor. Okay. Vielleicht war er zu schwach. Ein sterbender Blödzunge explodiert und lässt Asche auf seine Gegner regnen. Ein geschickter Hexer kann das Monster töten und der Explosion ausweichen. Ah, jetzt verstehe ich auch, warum Gruppenangriff vielleicht etwas blöd ist, weil das tötet schnell dann mal mehrere. Ertrunkene Tote. Ertrunkene Tote sind Kreaturen der Nacht. Sie kommen an Ufer von Teichen, Seen und Flüssen vor. Immun gegen Bluten, Blenden, Vergiftungsversuche, Lähmungsversuche und das Zeichen Axi. Empfindlich gegen Silber und anfällig gegen Niederschlagsversuche. Der Schnellkampfstil ist am wirkungsvollsten gegen ertrunkene Tote. Erfahrene Hexer wenden im Kampf gegen mehrere ertrunkene Tote Gruppenkampfstil. Der ist bei denen anscheinend okay. Vergiften ein. Normale Ertrunkene. Scheint auch einflüssen. Gleiche Immunitäten. Gilt wie ertrunkene Tote. Oder jetzt kriege ich noch ein paar andere Sachen, glaube ich, raus. So, den Furchtbringer, den hatten wir schon. So. An dieser Stelle höre ich jetzt gerade aber mal auf zu lesen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir mit Haren sprechen. Bis denn, Leute. Ciao, ciao.